das Ziel ist ja nicht weniger Garagen bauen, damit dann die Autos woanders parken, sondern im städtischen Bereich das Verkehrsverhalten signifikant zu verändern und insofern die Aufgabe der Wohnbauträger erweitern. Nämlich, der Wohnbauträger bietet nicht nur eine Wohnung an und die Reinigung und eine Toilette und eine Solaranlage, sondern er bietet auch begünstigte Autos an für Menschen, die täglich fahren eigentlich mit dem Fahrrad oder die täglich fahren mit dem öffentlichen Verkehr, aber gelegentlich ist ein Auto praktisch. Mhm. Ja. Und jetzt kommt irgendwie das zwingende Argument, dadurch, dass man sich weit über 1 Million einspart, kann man dort begünstigt 4, 6, 8, muss man sich ausrechnen, ein Kombi, 2 Stadtautos, ein Familienbus anbieten. Also jetzt frech gesagt, die Grünen träumen von einer Siedlung, wo die Leute nicht 1 oder 2 Autos haben, sondern 7 oder 8 oder 10 Autos, ja, die aus der Million gestützt werden, deswegen sehr günstig sind und eigentlich ist das jetzt sozusagen viel praktischer. Es geht nicht um Autoverzicht, sondern es geht darum, jemand kümmert sich um meine Autos, die ich dann nehme, wenn ich sie brauche. Ich kümmere mich nicht mehr ums Pickerl, ich kümmere mich nicht um die Winterreifen, ich kümmere mich nicht um die Reinigung, ich kümmere mich um das alles nicht. So, wer soll das machen? Das können entweder die Bauträger selber machen oder wahrscheinlich schlauer. Die Bauträger bedienen sich eines Carsharing-Anbieters, der auch Automobilität anbietet. Und natürlich kostet das auch was, aber übers Jahr, das kommt sogar das soziale Argument, übers Jahr gerechnet, kostet diese gelegentliche Automobilität den Nutzer signifikant weniger als das eigene Auto. Es geht nicht darum, dass es nur weniger Garagen gibt, sondern weniger Garagen sind eine Chance, Geld zu bekommen, das in Qualitäten investiert wird. Und da sind die Qualitäten so hoch, vor allem die Qualitäten für Kinder, weil Freiraum kostet ja auch Geld, dem Pflegen, Kindergarten, dass das ein Gesicht hat, dass jetzt dort es Schwierigkeiten gibt, insofern Schwierigkeiten, dass dort die normalen Wohnungsgrößen sind und relativ wenige große Wohnungen, aber die Kinderanzahl pro Familie in den letzten 10 Jahren signifikant über den Wiener Schnitt liegt. Dort gibt es viele Familien mit 3 Kindern, einige mit 4 und einige wenige mit 5, weil es ein großes Defizit unserer Gesellschaft gibt und da kann der Wohnbau einen Beitrag leisten. Wie organisiert man Berufstätigkeit und Kindererziehung? Kinder wollen vor allem eins, Kinder. Und was dort passiert ist, durch Mitbestimmung der Nutzer von Anfang an, hat sich dort ein sehr enges soziales Geflecht mit in der Stadt herausgestellt, die durch die Räumlichkeiten, die es für Kinder gibt, finanziert aus den eingesparten Garagen, auf einmal sehr entlastete Kinder ziehen konnten. Und jetzt sagen viele, das haben wir schon 2, gehen wir sogar 3. Fühlt in einem normalen Verhältnis, ich habe es 1 oder 2, aus, es reicht, ich bin bis daher. Ja. Also das war ein interessanter Nebenaspekt. So, was jetzt ein zweites großes Thema ist, das ist ein soziales Thema. Wenn wir bauen, bauen wir sozusagen unter der Illusion, dass Lebensverhältnisse 30 Jahre gleich bleiben. Das hat schon gesagt, wenn etwas fix ist, dass wir 4 in den nächsten 20 Jahren sich unsere Lebensverhältnisse ändern werden. Allein, Kinder, andere Partner, es kommen Menschen, die bei uns leben wollen. Also das schlechte Beispiel sind Menschen, die bauen, wo die Kinder klein sind, dann haben sie ein entsprechendes großes Haus, in Wien lassen sich 50% scheiden und am Ende sitzen dann Leute allein in großen Wohnungen und sind damit irgendwie belastet, haben aber nicht mitbedacht, dass man eine Wohnung aber so bauen kann. Also radikale Idee, dort ist keine Wohnung größer als 60 Quadratmeter, aber die sind ganz leicht zusammensteckbar. Das heißt, Wohnungen sollen dort atmen können und auf die Veränderungen der nächsten Jahrzehnte oder auch der nächsten Jahre Angebote bieten. Also, wenn die Kinder, machen wir es ganz normal, wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind, kann ich ganz einfach, in Wien gibt es den Begriff der Einliegerwohnung, was ist das bei euch?
Feuerwehr. Sagt, okay, es sind schon mitgebrannt die Kücheninstallationen und die mögliche Toilette und einen getrennten Eingang. Und patsch, kann ich das den Studenten vermieten? Übrigens, gerade in Innsbruck, glaube ich, günstiges studentisches Wohnen, wäre klasse, das anzubieten. Oder es kommt ein Partner mit Familie dazu, gibt es eine Möglichkeit, zwei Wohnungen zusammenzustecken. Also bis dann 130, 140 Quadratmeter schon möglich sein, aber auch 35 Quadratmeter. Es gibt ganz große finanzielle Belastungen von großen Wohnungen oder größeren Wohnungen, wo Menschen allein leben. Also das muss man von Anfang an mitmachen, und wenn man so einen Wettbewerb macht, wie auch rechtlich können sich Wohnungen über die Jahrzehnte ändern. Das halte ich für ein zweites ganz spannendes Thema der Mitbestimmung. Wichtig ist einfach, im Prinzip ist eine Modulbauweise. Mhm. Ja? Dass du horizontal und vertikal Wohnungen zusammenschließen kannst und auch wieder trennen kannst, je nach Lebensumständen. Mhm. Was dir erspart, dann, weil ich jetzt eine große Wohnung habe und jetzt allein bin, weil alle ausgezogen sind oder verstorben oder sonst was sind, mir erspart, aus dieser Wohnung auszuziehen und in einen anderen Stadtteil zu gehen, sondern ich kann sagen, das teilen wir jetzt ab. Ist städtische Wohnungsvergabe, jetzt kannst du die Hälfte haben, aber das ist schon alles da, ich mache den Grund. Mhm.